Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Railway Empire auf meinem Kanal. Ja, da sind wir wieder in einer neuen Aufnahmerunde. Und ich wollte mal schauen, was da so läuft. So. Der hat sich da gerade gewartet. Da muss ich gerade mal schauen. So, da hatte hier viel Getreide und ein bisschen Post dabei. Das war wohl immer noch der da den Umweg macht. Und das ist unser Expresszug, der expressmäßig hier rüber fährt. Das ist doch schön. So. Da fährt einer rum. Da ist einer. Der bringt praktisch nur Würste. Und hier wäre ja eigentlich auch Post aufkommen und so. Deshalb könnten wir doch da mal eine neue Linie machen mit einem Expresszug. Warum auch nicht? So, Zuglinie einrichten oder... habe ich jetzt den ausgewählt? Ja, den habe ich ausgewählt. Ah, weil ich ja da bin. Ich depp. So, zu klonen. Und dann möchte ich den klonen. Jawohl. Jetzt können wir den noch verwalten. Und jetzt können wir schauen, welcher ist denn auf... die ist auf Höchstgeschwindigkeit. So. Oder, ja, müsste so stimmen. Gut. Dann haben wir da jetzt einen zweiten Zug, der da hin und her fährt. Das ist doch ganz schön. Wir haben immer noch die hier. Einer, zwei, drei. Und zusätzlich haben wir die Stadt da unten angeschlossen. Weimar oder das Dorf, wie man es sagen will. Da gehört uns auch die Wursterei schon selbst. Das ist unsere eigene hier. Wir haben da einen, der nur Fleisch bringt und der fährt nach Kassel in die Stadt. Genau, das ist soweit gut. Ja, sieht doch schön aus hier. Bisschen eckig, aber sonst sieht es gut aus. Gut, und unsere Wursterei ist natürlich nicht ganz so gut ausgelastet, weil wir keinen großen Abnehmer haben in der Gegend. Das ist ein bisschen das Problem. Wir könnten uns da weitere... holen. Sachsen wäre da 2,7 Millionen, Bayern 6, Brandenburg 4, Hannover 1,8, Westfalen 850.000. Das wäre, glaube ich, eher unsere Preiseinstellung. Ja, bis dahin haben wir da leider nichts. Gut, man könnte auch hier nach hinten fahren, denn da... ja, da ist vor allem beim Gebäck das Lager voll. Aber da ist halt die Frage... ich kann hier schon noch anders durchfahren, aber ob dann halt die Kosten höher sind für die neue Strecke hier. Hier über die Berge. Wir könnten mal schauen. Vielleicht hier so nach vorne. Und dann darüber. So darüber. Und dann vielleicht die Brücke wieder gemeinsam. Das könnte man ja mal noch versuchen. Also ab da so. Ah ja, ich kann ja zuerst. Ja, hier die Brücken können wir ja wiederum vermeiden. Oder hier gleich in den Bahnhof rein. So. So ist natürlich ein bisschen teuer. Jetzt würde ich doch hier viel eher da drüben rumgehen. So zum Beispiel. So. Und so. Da kommen wir gut an der Grenze vorbei. Und das kostet jetzt nur 198.000. Soweit. Ja, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Auf ein kleines Sümmchen. So, dann würden wir doch das mal so bauen. Okay. Hier vielleicht auch noch mit einem doppelten Gleisanschluss. So, sehr gut.
Ja, jetzt ist halt die Frage, wie verbindet man das? Ob wir das jetzt direkt nach da verbinden? Und ich denke schon. Es lohnt sich, glaube ich, am meisten. So, neuer Zug. Zuglinie einrichten. Von da nach da. Und zurück. Genau. Beladung automatisch. Okay. Lokomotive wählen. Bauernhof nahe Hannover. 200, ja, ist mir zu teuer. Außer einer bietet, dann biete ich mit. So. Lokomotive wählen. Ich würde da schon Zugleistung. Ja, ich würde die nehmen. Ein Wachmann ist noch im Angebot. Dann holen wir uns doch den. Ja. Und sonst haben wir da, glaube ich, niemanden mehr, der neu ist. So. Der Zug fährt los. Jetzt habe ich gerade den Überblick nicht mehr. Müsste hier unten sein, oder? Ne, jetzt bin ich bei einem in Kassel. So. Ne, der war es auch nicht. Ja, gute Frage. Zugliste. Von Ma Weimar aus. Das Weimar Kassel, Worms Weimar. Der da. So, der ist hier unterwegs, tatsächlich. Voll mit Gebäck. Aha. So, und für den sollten wir jetzt natürlich noch Versorgungstürme bauen. Einmal vielleicht da. Und einmal da. So. Dass er gut versorgt da durchkommt. Und dann würde ich doch den noch gleich klonen. So. Und nochmals. So. Eine starke Verbindung aufbauen. Das ist gut so. Denn wir haben auch Ziele. Und da können wir mal schnell reinschauen, sobald es da gespeichert hat. 1854 sollten wir zwei Industrien besitzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da will ich natürlich eine gute Industrie haben und nicht jetzt irgendeine. 1856 sollten wir 240.000 Einwohner haben hier. Und ja, bis wir das haben, dauert es noch ein bisschen. Wir sind dran. Da ist Zweierstadt. Also alle sind aktuell noch gleich. Hier haben wir 24.000 Einwohner. Hier oben sind es mehr. Da sind wir bei 38.000. Wir brauchen 40.000, dass wir da die nächste Stufe erreichen. Dafür müssen die aber zufriedener sein. Auch hier 38.000 und da drüben 25.000. Also die mittleren Städte sind klar eher im Vorteil, muss man sagen. Und da müssten wir vielleicht auch zuerst ansetzen. So. Ihr seht, wo der Bestand klein ist. Zum Beispiel bei Getreide ist der Bestand klein. Gemüse haben wir genug. Holz haben wir nichts. Schafwolle haben wir nichts. Weizenbier und Sauerkraut. Das fehlt hier. So. Das Ding ist aber, die Industrien. So. Industrien. Die Brauerei, die kann gebaut werden. Aber natürlich nur, wenn eine Stadt einen Platz hat. Also da, die können wir erst bauen, wenn auch die Stadt über 40.000 kommt. So wie auch hier das Sauerkraut. Ebenfalls. Kann aktuell noch nicht gebaut werden. Schneiderei? Auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir irgendwo Schafwolle oder Holz her. Und für das öffnen wir mal die Warenströme mit Holz. Und da sehen wir hier. Da ist Holz. Das ist aber außerhalb der Karte. Auch hier ist nichts in Sicht. Ich nehme an, das ist auch außerhalb. Da oben ist was. Oberhalb von Koblenz und Köln. Ja, wir haben aktuell keine Holzindustrie. Deshalb würde ich mich dazu entscheiden, wir lassen mal die Zeit ein bisschen vergehen, damit wir. Was stand da? Betriebsmittel fehlen. Habe ich hier keinen Turm? Nein, da habe ich keinen. Also. Und da könnten wir auch gerade noch
ein Wartungsgebäude for free hinzufügen. So, dass es da auch besser läuft. Und da sinkt jetzt tatsächlich die Einwohnerzahl. Tatsächlich. Warum denn? Das Lager hier ist voll. Gebäck ist noch nicht viel angekommen. Gemüse fehlt. Und Weizen fehlt auch. Die Frage ist hier halt, lohnt sich's? So, hier kommt aber viel Gebäck an. Und da kommen weitere Schweine an. So, also Gebäck müsste sich jetzt stark erhöhen. Ja, da seht ihr. Jetzt ist Gebäck da. Jetzt geht's vielleicht wieder in die andere Richtung. Aber es muss viel mehr passieren. So, das sieht hier schon mal gut aus. Professor hat sich vorgestellt. Was macht denn der Professor? Verschafft deinem Unternehmen Forschungsaufgaben. Du erhältst 139.000 und ich muss 90 Forschungspunkte abgeben. Wie viel haben wir denn? Wir haben 460 und wir können uns da auch wieder Dinge holen. Bäckerei in Gütersloh. Ja, das Ding ist halt ist auch außerhalb unserer Grenze. Und ich weiß nicht, wo das ist. Wo war denn das? Vor allem, wenn das nochmals kommt. Ist das in dem Gebiet? Ja, das ist in Westfalen. Das Gebiet, was wir als nächstes kaufen wollen. Okay, nächstes Mal steige ich ein. So, denn wenn ich jetzt hier hingehe, dann kostet es 333.000. Bisschen mehr. So. Ah ja, Forschung wollten wir schauen. Wir können uns hier die Reihen Paketboten. Für 15.000. Ja, da biete ich doch mal mit. Vielleicht bietet ja kein anderer mit, wer weiß. Ja. So, haben wir das bekommen? Ist wahrscheinlich irgendwo hier vorne. So, jetzt kann ich mir hier diese Lokomotive eignet sich für gemischte Dinge. Die da oben aber wiederum für Express. Die können wir uns jetzt holen. Sehr schön. Jetzt habe ich noch 100 Punkte. Den Profit der Post erhöhen. Jawohl. So. Gut. Und jetzt ist bestimmt die Expresslinie in Gefahr. Jawohl. Weil eine schnellere Lokomotive zur Verfügung steht. So. Lokomotive kaufen. Und dann gehen wir auf diese hier. Hulda. So. 16.000 muss ich da noch bezahlen. Sehr gut. Und dann fährt die jetzt... Ist das die hier? Die da? Eine von denen ist es auf jeden Fall. Die jetzt schneller durchfährt. So, wir haben einen neuen Rekord. 101 km/h hat die erreicht. Und hier haben wir auch eine... Da würde ich jetzt den Zug auch mal abändern. Vielleicht da noch einen Wachmann hinzufügen. Das tapfere Schaffnerlein. Aha, Errungenschaft. So, aktuell sonst haben wir keinen Bewerber. Gut. Ja, dann ist das einfach ein bisschen schneller unterwegs. So, wir stehen bei 1,3 Millionen. Und ich würde sagen, das ist der richtige Schritt, um uns hier das nächste Gebiet zu holen, Westfalen. Jawohl, sehr schön. So, und dann haben wir wieder mal was zu tun, hier anzuschließen. Hier gibt es zwar nicht allzu viel, hier gibt es Gütersloh und Essen. Ja, und das war's dann schon, da kommt schon die Kartengrenze. Das gibt uns aber auch Zugriff auf Oldenburg, das auch ein bisschen günstiger ist. Rheinland ist jetzt auch nicht so teuer. Hannover auch nicht, aber im Gegensatz jetzt Brandenburg oder Bayern. Das ist dann halt schon was anderes hier. Oder Baden-Württemberg. Wir müssen uns ja auch durch die Konkurrenz abheben, irgendwie. So, ich würde hier einen Bahnhof platzieren. Etwa da. So, ich muss auch ein bisschen aufs Geld achten. So ist es schon noch. Oh, da haben wir gerade das Gebäude abgetrennt. So. Ja, jetzt geht es hier einmal mitten durch den Berg, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir da natürlich mal die Übersicht anschauen. Ja, das ist sehr bergig. Ja, wir haben hier ein Schloss.
was auch sehr gut schön gemacht ist. Wir können natürlich auch auf den Berg hoch. Gut, so kostet es 800.000 wegen der Brücken. Da wären wir schon bei 490, 430.000. Sind natürlich auch immense Steigungen dabei, 390.000. Ah, und hier kann man auch noch bestimmt einsparen. 250.000. Aber die Strecke dauert dann halt ewig. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Da mache ich besser eine geradere Strecke. Oder wir gehen hier hinten rum und da kurz durch den Berg. Ah, nee, blöd. Jetzt wollte ich es nicht bezahlen, nicht Depp. Das sieht ja Katastrophe aus, wahrscheinlich. Hier hoch, dann eine Brücke, Tunnel, wo man durch die Karte sieht. Und hier so durch. Und da im Schlangenweg runter. Na gut, jetzt haben wir es halt. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. So. Zuglinie einrichten. Ah, wir sind noch auf einer Linie. Neuer Zug. Lokomotive wählen. Ich wähle da mal der Alleskönner. Wer war das? Ah, die ist auch neu. Genau. Die hat eine Zugleistung von 51%. Ich wähle die. So. Da haben wir sonst gerade niemanden. Dann von da nach da. So. Kriegen wir hier mehr Würste weg, die wir hier hinten anliefern können. Aktuell 17.000 Einwohner, da hat es keine Würste. Und dafür bekommen wir hier Gebäck mit. Was wir da vorne... Haben wir da Gebäck? Ja, wir haben Gebäck, weil... Ah, weil da drüben natürlich auch die Stadt Gebäck hat. Essen hat auch Gebäck. Aha. Ja, und dann könnte man natürlich jetzt hier die Bäckerei aufkaufen. Die wird sich hier lohnen, weil da gerade Getreide in der Nähe ist. Das ist da halt der Punkt. So, da suchte ich gerade noch den Zug. Okay, ich mache da mal einen Versorgungsturm hin. Und da oben auch, genau. Ah, da kommt die. Ja, mit super schnellem Tempo von 10 km/h fahren wir hier hoch. Ja, der Anstieg ist riesig. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber gut, die Handelsbeziehung ist jetzt auch nicht so interessant, sage ich mal. Oh, Anschlussprämie. Kings große Station eröffnet. Größter Bahnhof in Europa. Ja, das sind nicht wir. Essen hat eine Anschlussprämie von 136.000. Die wollen wir natürlich nutzen. Okay, da würde ich mal den Bahnhof so hin platzieren. Und da beginnen. Nach da hinten. Ja, es sind 85.000. Aber so gesehen haben wir fast nichts für das ausgegeben. Und haben hier noch einen weiteren Bahnhof angeschlossen, den wir sowieso anschließen hätten wollen. So. Dann würde ich nochmals die Lokomotive kaufen. Mit einem Zugbegleiter. So, von da nach da. Die haben beide dieselbe Industrie. Also das wird eher so eine Postlinie. Oh, da kommt der Zug das erste Mal in den Bahnhof. Da schauen wir uns noch an zum Schluss, wie das vonstatten geht hier. Genau, da kommt er da.
reiten sie mit Pferden rum hier. Und der Zug fährt ein. Schön. Ja, wirklich schön. Okay, ich würde sagen, ich bedanke mich für euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge in 2 Tagen. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.